So, was macht man, wenn ein Hund jetzt so ein kleines Papi nicht herkommt und sich nicht anfassen lässt, weil es eben sehr viel Raumkontrolle hat? Dann fängt es auf jeden Fall nicht an zu jagen. Man schaut, ob der Hund einen Rendezvousplatz annimmt. Und dann entsprechend Futter gegen Duldung des Anfassens. Wenn man so einen Hund anfängt zu jagen, ist er weg hier. Da fängt er an zu meiden, ein Leben lang. So, jetzt probieren wir den hier dann auch hier in den Zwinger wieder zu verbringen. Klappt es nicht, probieren wir eine andere Position. Funktioniert auch nicht. Also, Hund setzt einem schon entsprechend hier in die Geduldsschiene. Ja, Schachmatt. Da ist er. Es ist unglaublich hier, aber man braucht dann einfach ein bisschen hier den Nerv abzuwarten. Da braucht eben auch keine Schwiegermutter zum Kaffee zu rufen. Sonst hat man schon bei solchen Hunden dann gelost. Das gibt ein Leader. Der hat die komplette Raumkontrolle unter sich, ja. So, und jetzt lässt man ihn aber bitteschön nicht mehr los, weil der hat noch hier dann 2 Stunden was anderes zu tun. Sondern man nimmt ihn ganz vorsichtig auf und bringt ihn dann in den Zwinger. Und es wird dann hier. Wichtig ist, dass man so einen Hund nicht jagt hier. Nicht mal meiden. Kann ich stoppen? So, Moment, ich gehe gerade mal rein.
Risse. Aber auch vorsichtig immer noch hier. So. Nein, ich esse. Aha, da ist der Spadakus. Komm her, Spadakus. So.